Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zum Schluss einer solchen Debatte stellt sich die Frage, hat jemand, der bei Siemens, bei Air Berlin, bei General Electric oder irgendwo anders die Angst haben muss, morgen seinen Arbeitsplatz zu verlieren, hat so jemand wirklich etwas aus einer Debatte gewonnen? Da habe ich meine großen Fragezeichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sollten uns auch in einer politischen Debatte und als Politikerinnen und Politiker angewöhnen, nicht Dinge zu versprechen, die wir schlichtweg nicht halten können. Denn die Unternehmensentscheidungen werden nicht durch eine Debatte im Deutschen Bundestag oder durch eine Entscheidung der Bundesregierung umgedreht. Auf der anderen Seite gilt sehr wohl, das Erfolgsrezept der Bundesrepublik Deutschland ist die soziale Marktwirtschaft. Und zur sozialen Marktwirtschaft gehört eben nicht nur, dass Unternehmen in ihren Entscheidungen nicht durch den Staat gegängelt werden, sondern gehört genauso, dass unternehmerische Entscheidungen, besonders solche, die die materielle Existenz von Menschen betreffen, aus dem Kontext sozialer Verantwortung herausgetroffen sind. Und das geht noch mal verschärft dann, wenn es sich um Unternehmen wie bei Siemens handelt, in die staatliche Förderung in Millionenhöhe geflossen ist. Übrigens staatliche Förderung, die letztendlich die Steuergroschen fleißig arbeitender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Und in der Tat, bei den Unternehmensentscheidungen, die da anstehen, stellt sich in der Tat die Frage, wo bleibt das Zusammenspiel von Freiheit der Entscheidung und Wahrnehmung sozialer Verantwortung? Das ist das, was wir von den Unternehmensführungen in Deutschland zu Recht einfordern können. Ihrer sozialen Verantwortung ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei allen ihren unternehmerischen Entscheidungen auch wirklich gerecht zu werden. Und es gilt insbesondere auch dann, wenn einzelne Standorte so betroffen sind, dass sich für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ort in ihrer Region die Frage stellt, gibt es überhaupt eine Alternative? Und diese Frage oftmals eher mit Nein beantwortet werden muss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir erwarten, dass soziale Verantwortung so wahrgenommen wird, dass jetzt auch von den Unternehmen selbst Vorschläge auf den Tisch gelegt werden, wie es an den betroffenen Standorten weitergehen soll, welche Perspektiven für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eröffnet werden können. Bei Siemens handelt es sich ja um ein Unternehmen, was wächst, also wo auch Arbeitsplätze aufgebaut werden. Dann wird man doch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einem notwendigen strukturellen Umbau auch Alternativen anbieten und eröffnen können. Das ist die Erwartung, die wir an Siemens haben. Und es gibt etwas, was wir als Politik in der Tat beitragen können. Wir haben ja schließlich ein breites Instrumentarium, zum Beispiel von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten über die Bundesagentur für Arbeit. Dazu stehen wir bereit. Oder im Fall von Air Berlin hatte der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann zu Recht vorgeschlagen, doch auch die Möglichkeit einer Transfergesellschaft zu erwägen, eine Möglichkeit, die nicht ergriffen worden ist. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, soziale Verantwortung gehört zur sozialen Marktwirtschaft. Und für uns als Politiker gilt, vor allen Dingen für die Bundesregierung und die betroffenen Landesregierungen, wir sind bereit, das, was wir an Förderinstrumentarien, vor allen Dingen zur Weiterbildung und zur Qualifizierung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern zur Verfügung haben, vor allem durch die Bundesregierung der Arbeit, aktiv jetzt in diesen Umstrukturierungsprozess einzubringen. Zur Freiheit gehört auch immer Verantwortung. Wir wollen diese Verantwortung als Bundestag wahrnehmen. Die Unternehmensführung sollte ihre Verantwortung wahrnehmen. Dann hoffe ich, dass auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den betroffenen Sektoren sich Chancen und Möglichkeiten auf neue berufliche Perspektiven ergeben. Darum sollte es uns gehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Weiß. Ich schließe damit die Aussprache interfraktionell.